Hi Leute und recht herzlich willkommen zurück bei Ni no Kuni und wir stellen uns dem Blutdrachen gegenüber. Wir sind jetzt übrigens auch an einer super Stelle zum Trainieren auf den Bahnen gekommen. Aber ich werde es trotzdem erstmal versuchen. Wow. Was zur Hölle? Okay, doch allgemeiner Angriff. Au. Was macht ihm denn überhaupt Schaden? Warte mal, ich muss das mal kurz ausprobieren. Wie viel machen wir hier? Ich habe die Schadenszahlen nicht gesehen. Ich glaube 0. Oh, hi. Lieber, glaube, ich sollte lieber befehligen und schön heilen. Allgemeine Abwehr bitte. Sehr schön. Dann nehmen wir mal kurz die ganzen Dinger mit. Ah, verdammt, so ein riesiger Drache habe ich noch nie gesehen. Mann, das verfixte Ding ist echt gefährlich. Es sieht echt gefährlich aus. Unsere einzige Chance ist Gift, Olli. Drachen hassen das Zeug. Warte, bis er nicht mehr in Abwehrstellung ist. Dann lass Sven das Biest mit dem Zeug vollpumpen, klar? Ah. Okay. Barriere. Das freut mich sehr. Was macht Drachen Odin? Okay, dann gehen wir mal zum Sven. Heurige Fontäne sieht auch sehr gefährlich aus. Ja. Kunstschüsse haben wir hier. Seuchenschuss. Ah. Bam. Ah. Okay. Angriff. Und wir gehen auf dich. Weil. Alt. Das wollte ich machen. Oh. Okay. Und ganz schnell wieder weg. Au. Okay. Nee, wartet. Wieso sollte ich das tun? Erstmal hier Drachenschild. Oh, dass wir den wieder in. Ja, in Abwehrstellung machen. Okay. Dann müssen wir jetzt erstmal hier. Bringt das Verfluchen? Bam. Keine Auswirkungen. Okay. Greift an. Aber wahrscheinlich muss ich einfach immer warten. Wehrt ab. Ja, abwehren ist besser. So gut es geht. Okay, Proviant. Hier, nimm das Esther. Okay. Wann sehe ich denn, dass er wieder in Angriffsstellung geht? Ich probiere es einfach aus. Why not, right? Nein. Ah, schon wieder vergiftet. Ah, nice. Angriff. Und diesmal lass du hingehen. Denn Feuersäule, was am Drachen unglaublich viel bringen wird, richtig? Naja, geht. Okay, aber der Boss ist relativ straightforward. Und meine Verbündete stellen sich echt nicht schlecht an gerade. Bah. Ich werde jetzt mal kurz. Au. Abwehren, wollte ich sagen. Bah. Feuriger Drache, nicht so gut. Okay. Kunstschüsse. Seuchenschuss. Bam. Ein Fehlschlag. Was? Okay. Bleibt mal kurz noch auf Verteidigung. So lange, bis es klappt. Immer noch Fehlschlag. Das gefällt mir nicht. Ich brauche Mana. Mann. Auf mich bitte. Diesmal müssen wir Sven benutzen. Das ist auch cool. Nochmal vielleicht. Oh oh. Abwehren. Please. Dankeschön. Das hilft schon mal. Okay, damit haben wir wieder mal etwas Mana bekommen. Ah. Shit, der ist immer noch ein. Okay. Das gefällt mir nicht. Los. Wehrt euch ein bisschen. Zauberbarriere. Yep. Alles super. Ja, nicht aufhören zu verteidigen. Sehr schön. Ich habe kein Geld mehr. Dann nehmen wir das mal mit. Oh, kein Proviant. Kunstschüsse. Seuchenschuss. Ah. Verdammt. Okay, offenbar können wir ihn jetzt nicht mehr so einfach angreifen. Deswegen nehmen wir mal dich, Voltilam. Sammeln das Zeug hier ein.
Gehen auf dich, Esther. Melodien, tralala. Mich selber. Fällt mir. Fällt mir. Abwehren, verteidigen. Gut, es geht zumindest. Aua, da. Bist du... Nö, das passt dann schon so. Super. Und Kunstschüsse, solchen Schuss. Oh, shit. Das war wahrscheinlich schon zu spät. Okay, dann bleibt alle auf Abwehr. Ich gehe mal zu Oliver. Damage-Dealer hier. Vielleicht auf Kitsu, ne? Hast du irgendwas? Düstere Wolke. Wer konnte denn noch? Hier... Zombie? Ja, du konntest was. Wow. Au, 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 au. Das hat übrigens weh. Ah, keine Auswirkungen mehr. Ja, ich denke mal, es ist, Zeit, das zu sagen. Oh. Ah, das hat sogar was gebracht. Abwehren, bitte. Oh Gott. Das war, glaube ich, recht knapp. Ah, von mir aus. Den Rest müssen wir wohl so schaffen. Los. Drachenodem ist okay. Nein, 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 nein. Ah, shit. Das geht nicht. Bäh. Bitte alle abwehren. Okay. Angreif. Aua. Das tat ein bisschen weh. Lass mich mal hier ein bisschen heilen, so gut es geht. Möchte auf... Okay, gut, dann bin ich halt nicht mehr im PSN von mir aus. Mir relativ egal. Kannst du nochmal deinen Giftschuss versuchen? Was war das? War das wieder... Ich glaube, das war wieder... Ja, wahrscheinlich war das wieder. Nein, keine Auswirkung mehr. Okay. Das heißt, ich muss jetzt auf vollen Angriff setzen. Feuer-Dings hat ja nichts gebracht. Bringt. Was habe ich denn überhaupt, was irgendwas bringen würde? Angriff und Wechsel und Melodie und Dralala auf mich. Oh, sehr schön, sehr schön. Jetzt muss ich aber hier wirklich Proviant. Das bringt mir nichts. Ich brauche Mana. Ja, 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 ja. Mich bitte. Bitte alle abwehren. Wenn es irgendwie geht. Dankeschön. Oh, shit. Das gefällt mir nicht hundertprozentig, aber es scheint noch zu klappen alles. Uiuiui. Kein einfacher Kampf, aber sehr viel einfacher als die bisherigen Bosse, außer da kommt noch irgendwas Heftiges. Was mir nicht so gefallen mag, ist, dass... Alle bitte abwehren. Aua. Nein. Okay, das hat nichts gebracht. Schnitter. So, bringt das irgendwas? 31. That's nothing. Okay, vorige Feuersäule bringt sowieso nichts. Na gut. Gyro, du musst nochmal hier irgendwas tun. Angriff! Sag ich jetzt einfach mal. Solchen Schuss, der eh nichts bringt. Oh, er bringt tatsächlich was. Angriff! Zauber, lindernde Hand auf mich selber. Ich weiß, ich sollte ihn eigentlich angreifen. Oh, das macht sehr viel Schaden. Ich habe ganz vergessen, dass ich den Zauber habe, ehrlich gesagt. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Der Drache ist besiegt. Das war im Vergleich zu den anderen Bossen ein Witz. Also ein riesen Witz. Und ich habe gerade gemerkt, dass ich noch etwas... offen habe, was ich nicht offen haben sollte. Okay, gut, passt. Habe ich auch nicht offen, was ich gedacht habe, dass ich nicht offen haben sollte. Und so viel Erfahrung. Wow, nice. Bla, 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 bla.
Ah, eine neue Evolution. Ah, den haben wir, glaube ich, schon mal zur Evolution gebracht gehabt davor. Das ist, glaube ich, nichts Neues, aber egal. Trotzdem recht cool. Nun, es gibt nicht viele, die dem Hauch des alten Mädchen trotzen und mit heiler Haut davonkommen, Freund. Bist ganz schön mutig. Was? Warum hast du den Drachen auf uns gehetzt, wo du doch wusstest, dass es so gefährlich ist? Ja, Mann, warum zauberst du auf einmal so einen riesigen Drachen aus dem Ärmel? Ich habe mich beinahe nass gemacht. Ruhe hier, Hunde. Ich stelle hier die Fragen. Der Zauberstab, wo habt ihr den her? Was geht sie das an? Wir werden ihn nicht herausgeben, egal was sie mit uns anstellen. Es geht mich nichts an, Mädchen, weil das verdammte... Es geht mich etwas an, Mädchen, weil das verdammte Ding überhaupt nicht existieren dürfte. Die Königin muss davon erfahren. Welche Königin? Das tut nichts zur Sache und es folgt mir. Die Karte ist in meiner Kajüte. What? Plötzlich Freund? Na gut, Ola Kriskram. Wir sind aber immer noch die Guten, oder? Ich frag nur, weil es so aussieht, als ob der König der Himmelspiraten uns mag. Was? Du machst Witze, oder? Wir haben es geschafft, Oliver. Komm schon, werfen wir einen Blick auf die Karte. Worauf wartet ihr, Schnecken, denn? Bewegt eure rautigen Hintern. Okay. Ja. Oh. Da waren wir doch schon mal in der Nähe. Deshalb seid ihr hier, die Karte der Steine. Das X markiert den Ort, wo die Steine versteckt sind. Eine entlegene Insel? Naja, irgendwie logisch. Und worauf warten wir noch? Wir haben ein Schiff. Lasst uns hineinsegeln und die Dinge suchen. Mach mal langsam, Mädchen. Meinst du, die Schiffe dieser Seefahrer simpel könnten dorthin gelangen, wohin es nicht einmal der mächtigste eiserne Drache schafft? Wie, wovon faselst du, verflixt noch eins? Das Ganze ist schon ein bisschen komplizierter. Der eiserne Drache ist zu groß, um auf der einsamen Insel zu landen, und die See um diesen vermaledeiten Felsen herum ist mit Riffen übersät. Mist, also kommen wir nicht an die Steine heran. Jetzt fang nicht gleich an zu heulen, Junge. Es gibt natürlich einen Weg. Auf dem Rücken von Tankri, dem geflügelten Drachen und Meister des Himmels. Niemand fliegt schneller oder höher als der Stolz meines Schwarms voller wilder Drachen. Verdammt, das klingt ja mächtig beeindruckend. Sag schon, wo ist dieser Tankri? Naja, Fee, da liegt das Problem. Tankri hat irgendein ominöses Zipperlein und fliegt nicht mehr. Zipperlein? Er ist krank? Mann, uns wird aber auch nichts geschenkt, was? Nicht so schnell, wir haben immer den mächtigsten Zauberer Oliver dabei. Hm? Du willst ihn heilen? Tja, wir können nichts versprechen, aber ein Versuch ist es wohl wert. Olli hier hat garantiert... Was? Olli hier hat garantiert eine Zauberauflage, der deinen Drachenfreund wieder auf die Flügel bringt. Ja, du musst etwas haben, das funktioniert, Olli. Lass uns den Drachen besuchen gehen. Klar, wo finden wir Tankri, Captain Kublai? Das Häufchen Elend hat sich bestimmt in einem Winkel der Höhle verkrochen und versinkt im Selbstmitleid. Schaut mal, was ihr ausrichten könnt. Danke, kommt Leute, wir müssen einen Drachen retten. Ich hoffe, dass wir ihm helfen können. Ihr Leute spielt wirklich gerne die Samariter, oder? Na, irgendwie... Ja. Ja. Anders lässt sich das nicht beschreiben. Okay, cool. Ach, da hinten ist er wahrscheinlich sogar schon. Ja, heilen sollte an sich jetzt kein Problem sein. Frag mich nur gerade, ja, kümmern wir uns erst noch hier drum und schauen, ob wir dann überhaupt noch Zeit dafür haben. Wer war denn das hier, gell? Ja, genau, der ist bereit zur Evolution. Dafür brauche ich was? Achso, sorry. Auch nicht? Oh, okay. Damit können wir Flammenverkehr oder Frostverkehr. Ehrlich gesagt, ich habe genügend Feuerzeug. Ja, ich werde den Frostverkehr verwandeln. Ist vielleicht nicht das Schlauste, aber hey. Dum, 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 dum. Das sieht doch echt cool aus. Enel hat sich in einen Frostverkehr verwandelt. Die Anzahl verschiedener Tricks, die Enel im Kampf nutzen kann, steigt um 1. Yay, nice. Mehr gibt's ja eh nicht, richtig? Nö, 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 nö. Okay. Achso, halt. Falsch. Hier, Tricks. Irgendwas Neues. Nein. Nichts Wichtiges. Nichts Wichtiges. Nope. Du kannst jetzt dein Ding verlernen, ruhig. Wir brauchen hier noch ordentlich Eisfähigkeiten. Aber machen wir erstmal noch Plasmasperre und Wegdienst. Einfach nur zur Sicherheit. So. Du brauchst auch nichts. Du brauchst auch nichts. Du bist jetzt unser Feuertyp. Und du auch nicht. Und du bist mir eh egal.
Jo, ich würde sagen, das war's dann soweit für heute. Falls euch gefallen hat, wie immer liken, falls ihr fand, abonnieren. Ansonsten wünsche ich viel Spaß bei meinen anderen Let's Plays. Ciao, Leute!